Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Video hier von dem Train Simulator von Dovetail Games. Wir sind heute auf einer älteren Karte unterwegs und zwar Köln-Düsseldorf. Ich glaube, das war 2016, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich euch jetzt in dem Video. Wir fahren das Ganze heute mit dem ICE. Und wir werden die Fahrgäste mal einsteigen lassen und werden das Ganze mal probieren, ob wir das hier natürlich hier ohne Zwangsbremse natürlich hinbekommen. Und von daher würde ich sagen, reingesprungen und Türen geöffnet, zumindest schon mal. So, Vorwärtsgang rein. Wir wollen natürlich die PZB, wir wollen die SIFA. Alles soweit aktiviert. Brauchen wir unseren Scheinwerfer hier. War an. Wunderschön, Fahrgäste, lass mal einsteigen. Ich glaube, 17.09 Uhr ist hier erst Abfahrt, von daher haben wir halt noch reichlich Zeit jetzt hier. Ich glaube, soweit sind wir eigentlich fertig. Ja, das Performance ist ein bisschen heftig hier, tatsächlich hier in Köln. Wie gesagt, stehen hier am Hauptbahnhof, halten nochmal Messe Deutz und dann Endhaltestelle Düsseldorf, also... Ab da werden wir wieder abgelöst und ja, schauen wir mal, ob wir das hier heute halt hinbekommen. Sonst muss man sagen, ist natürlich schon hübsch gemacht hier alles. Ne? Hier stand ich mit dem Ice Dragon, ich glaube letztes Jahr, standen wir hier vor und haben uns das Ganze angeguckt. Haben uns natürlich Köln noch mal ein bisschen angeschaut hier im Zuge der Gamescom halt. Ne? Da waren wir hier. Und haben mal hier so ein bisschen Köln unsicher gemacht. Hatten ja sogar eine Nacht hier gepennt, ne, in Köln. War ja sehr angenehm auf jeden Fall. Ja, war okay. Dieses Jahr habe ich mir ja gesagt gehabt, wir fahren mal diesmal nicht zu Gamescom. Das hat sich nämlich jetzt irgendwie die letzten Jahre irgendwie jetzt nicht wirklich gelohnt. So tolle Ankündigungen waren da jetzt halt bis dato auch noch nicht gewesen. Und das Ganze war ja dennoch im Auftrag von Mike Rosa TV. Nö, jetzt bin ich ja alleine. Das heißt... Tja, wenn, dann müssten wir das sowieso dann wieder gucken, dass ich und der Ice Dragon das dann wieder gemeinsam machen. Naja, jedenfalls dieses Jahr nicht. Ich wollte ja eigentlich dieses Jahr zur, was war das jetzt, zu diesen, zu den Simulator-Tagen, genau, das war's. Hab's leider aber auch nicht gepackt. Das ist jetzt halt natürlich schwer halt, ne, mit einer schwangeren Frau, also ex-schwangeren Frau, jetzt ist ja Kind da, wollte man das natürlich jetzt alles nicht so perfekt hin. Wie gesagt, ab nächstes Jahr, denke ich mal, wird das Ganze ein bisschen einfacher. Und schauen wir mal. Noch eine Minute. Wir sehen es jetzt hier nochmal. Kannst du nochmal einblenden. Ne? 17.09 Uhr, wie gesagt, Abfahrt. Wir halten nochmal Köln-Messe Deutz und fahren weiter. Und das Ganze mit dem ICE-T. Ja, soweit, glaube ich, habe ich alles gesagt. Mehr gibt es hier nicht zu sagen. Ne? Eigentlich doch, denn das ist nämlich die neue Strecke, die ja denn irgendwann jetzt in Susi kommt im Januar, nee, nicht im Januar, im Juni, Quatsch, mein Gott, im Juni soll ja nun Susi 3 jetzt für Steam erscheinen, also dann könnt ihr euch das Ganze über Steam kaufen, soll diese Strecke mit dabei sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war das Köln-Düsseldorf, die Strecke. Das ist doch mal ganz witzig, wenn wir uns das hier schon mal vorab angucken, hier in dem Train Simulator. Denn das Ganze, was in Susi erscheint, ist halt einfach nur eine Konvertierung praktisch von dem Train Simulator von Dovetail Games dann halt für den Susi Simulator. Finde ich gar nicht so schlecht, muss ich dazu sagen. So, wir hauen mal AFB. Die AFB an schon. AFB. Und ich würde sagen, wir sind eigentlich soweit startklar. Los geht's. So. Das war schön, ein gelbes Signal als Ausfahrt. Also das heißt, wachsam Taster gedrückt. Boah, jetzt geht's los hier. Ja, ich weiß auch nicht, die Performance ist hier ein bisschen heftig. Aber in der 64-Bit-Version läuft es definitiv besser, als wenn ihr das Ganze halt dann... über Dings spielt hier, über die 32-Bit-Version.
Was natürlich Sinn macht, ne? Ihr seht auch, Köln-Messe-Deutz ist gleich dran, also brauchen jetzt erst gar nicht großartig beschleunigen oder sowas. Obwohl ich hier aber auch sagen muss, ich weiß gar nicht, ob das richtige Aufgaben jetzt so vom Addon her sind oder nicht, denn dadurch, dass das ja Ganze ja man sich ja auch so Aufgaben im Steam Workshop runterladen kann und alles was, ne? Ist es ein bisschen verwirrend, jetzt rauszufinden, was sind Originalaufgaben und welche nicht. Ich habe halt auch bloß immer nur englischsprachige Aufgaben entdeckt, also keine deutschen oder sowas, sodass man hätte sagen können, okay, die Deutschen sind vielleicht jetzt aus dem Addon persönlich, ja, und die englischsprachigen sind dann eher die aus dem Steam Workshop, aber auch das haut nicht hin. Das ist ein bisschen schade, aber mein Gott, spielt ja im Endeffekt auch keine Rolle. Solange wir von Köln nach Düsseldorf fahren, egal in was für ein Missionsdesign oder sowas, ist ja eigentlich alles das Gleiche. Hier finde ich halt nur schade, dass wir halt bloß den ICE halt zur Auswahl haben. Aber sonst, ja, ich habe den Ton schon relativ laut. Also es ist Wahnsinn, wie leise er das Ganze schon wieder aufnimmt. Der Ton ist wirklich laut. Schon mittlerweile. Also ich bin jetzt hier nur noch bei minus 3,6 Dezibel. Normalerweise nehme ich bei minus 15 Dezibel auf. Ja, also wundert euch nicht. Aber modernere Loks werden halt auch immer leiser, ne? Also. So, jetzt können wir uns freistellen lassen, können die Türen öffnen. So. Und jetzt will ich mal ganz kurz mal gucken. Sieht man von hier das Messegelände? Ich glaube, das sind sie, ne? Soll das das Messegelände darstellen? Ich glaube, ja, ne? Nein. Ich würde schon fast behaupten, dass das das Messegelände ist, aber... Oh mein Gott, nagel mich da jetzt nicht fest, da. So. Und dann geht's jetzt, ihr seht schon, Düsseldorf Hauptbahnhof in 38 Kilometer. Was ich ein bisschen interessant finde, ist, dass ja hier Gras wächst hier auf den Schienen. Meiner so, an sich habe ich da nichts gegen, sieht cool aus, ja. Aber wenn sowas denn auf den Straßen und sowas ist und auf den Schienen direkt, ja, dass sich da schon Moos entwickelt. Wir sind wahrscheinlich der erste Zug, der hier seit neuestem Mal wieder langfährt oder sowas. Wir müssen sie erstmal absicheln. Ja, wächst hier halt Gras so überall. Ich weiß auch nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne dieses Addon tatsächlich auch gar nicht. Habe es zwar hier gehabt, ja. Ich habe das Ding ist, ich habe ja hier viele Strecken, ja, für den Train Simulator, die ich wahrscheinlich noch gar nicht gefahren bin. Irgendwann mal im Sale gekauft oder sowas, aber nicht einmal gefahren. Und von daher wirkt dieses Addon hier, ja, jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Also da bin ich schon definitiv spannendere Strecken abgefahren. Ja, zum Beispiel hier diese Stralsund, die war schon eigentlich sehr, sehr geil gewesen. Aber das hier wirkt irgendwie alles so, ich weiß nicht. Also wenn sie das Ganze konvertieren, hoffe ich, dass sie das doch deutlich besser konvertieren, denn als das Original jetzt hier in den Train Simulator. So, an sich muss ich sagen, Streckenführung ist eigentlich ziemlich genial. Passt wunderbar in Susi rein. Ne, sind halt 40 Kilometer, da haben wir auch ordentlich was zu tun. Mit Signalstörung oder sowas, da habe ich auch Aufgaben übrigens da. Aber das, glaube, das ist definitiv eine Aufgabe aus dem Steam Workshop. So, und wir können schon mal wieder runtergehen. 80.
So, jetzt bekommen wir die Ankündigung nochmal in Form vom Signal. Und dann kommt dann auch gleich die Geschwindigkeitsreduzierungstafel. So, da haben wir sie. 80 offiziell. Ich werde auch gucken, ich werde jetzt hier nicht permanent jetzt immer so außerhalb der Kamera, also so außerhalb des Cockpits gehen. Das werde ich mir jetzt auch versuchen, immer so ein Zusi so anzugewöhnen halt. Weil man merkt halt schon, das sind halt, Bruchteile von Sekunden, die man da zwar sich nur mal umschaut, aber in diesen Bruchteilen von Sekunden kann zum Beispiel ein Signal komplett verschluckt werden. Oder irgendwas an irgendwelchen Schildern. Ja, das ist ein bisschen heftig. Also, das ist halt wirklich, es sind nur ein paar Sekunden oder sowas. Ja, aber trotzdem, in diesen paar Sekunden, also so viele Schilder über nicht gesehen haben, ja, weil du gerade vielleicht mit der Kamera irgendwie gerade am Ausschwenken bist oder sowas. Und dann, ja, dann kann es schon gut losgehen. Deswegen, also wundert euch nicht, warum ich jetzt hier wirklich selten hier außerhalb des Cockpits bin. Ja, aber wir wollen ja auch fahren und nicht. Ja, nicht hier uns von der Grafik blenden lassen. Ne? Das Addon, ich glaube, das könnt ihr auf Steam kaufen. Das ist auch, wie gesagt, mittlerweile schon relativ alt. Ich glaube aber trotzdem, dass es um die 20, 25, 30 Euro kostet. Ja, also ist trotzdem relativ teuer. Aber wer das Ganze hier in den Train Simulator natürlich fahren möchte, der kann sich das natürlich auch heute immer noch kaufen. Also ein bisschen langsam fahrt jetzt hier. Aber da sehen wir ja schon, da kommen schon unsere 130. SIFA, hier haben wir auch zum Beispiel das Haus, das hing so halb in die Luft noch. Erinnert mich so ein bisschen an den Lotus Simulator, ja. Das ist ja auch noch nicht möglich, dass man so die Objekte so in verschiedene Lage positionieren kann. Wenn der Boden zum Beispiel uneben ist oder sowas, ne, dann steht das Haus wirklich nur gerade. Du kannst halt die Achsen nicht einstellen, ja. Die X und die X-Achse zum Beispiel. Die kannst du halt nicht einstellen, dass du das halt dementsprechend auch schräg stellen kannst oder sowas. Oder halt irgendwas anderes machen kannst. Meine Hausschrägstellen ist natürlich Quatsch, ja, also macht wenig Sinn, aber da hast du jetzt halt gesehen, ne? Da fehlt halt ein Stück vom Hang. Ja? Das Haus steht da nur halb drauf, sieht natürlich ein bisschen albern aus. Das sind halt so diese kleinen Fehler, die mir ja so ein bisschen aufgefallen sind hier in dem Addon. Hab mir das natürlich schon bereits angeschaut. Was ich auch glaube, eigentlich eine relativ gute Idee finde, ja, dass ich mir sowas dann halt immer mal vorher immer zur Brust nehme. Es war natürlich nichts Unerwartetes, ja, was mich jetzt hier dann absolut schockiert. Was natürlich bei Susi ja komplett anders ist, weil Susi jedes Mal ist ganz komplett anders sein. Ist natürlich hier in den Schreinsimulator fester Bestandteil, ne? Hier verändert sich dann halt nichts eigentlich groß. So, jetzt können wir hier 160 fahren. Ja, so schaut es auf jeden Fall erstmal aus.
Wie gesagt, ich bin jetzt ja auch endlich wieder zu Hause. Yes! Sohne Mann, ist putzmunter, geht's wunderbar. Ja. Frisst, kackt und pinkelt. Also das, was man alles machen muss als Baby. Und schläft natürlich. Ja. Also das läuft alles. Also stellt man sich das halt vor. Und so wie ich es ja gesagt hatte, ne, versuche ich natürlich die Let's Plays hier aufrecht zu halten. Ne. Bei den Livestreams muss ich immer so ein bisschen gucken, ob das Ganze so funktioniert halt. Also wenn dann auch nur wieder halt wochenendstechnisch möglich. Selbstverständlich liegt aber dann auch noch durch meine Arbeit hier aktuell. Aber so Let's Play-Folgen versuche ich halt schon weiterhin aufzunehmen, dass der Kanal auch weiter rollt. Ha? Das ist eigentlich schön gesagt, ne? Weil wir haben ja nur rollende Simulatoren hier. Da versuche ich natürlich hier weiterhin aufzunehmen, so gut es geht. Ne? Ihr wisst manchmal aber selber, manchmal ist man einfach fix und fertig, dann kommst du zu nichts mehr. Ne? Und dann kann es natürlich schon mal sein, dass dann halt mal irgendwann mal keine Folge kommt. Aber das hatte ich ja auch, glaube ich, alles angesprochen. Das hier ist übrigens Quatsch. Hier zeigt er uns auf einmal eine Geschwindigkeitsüberschreitung an 120. Ne? Hier ist nichts mit 120. Es wurde nichts angekündigt mit 120 und jetzt dürfen wir schon wieder 160. Ja, also wundert euch da nicht, warum das da gerade eine Geschwindigkeitsüberschreitungsmeldung kam. Deswegen würde ich eigentlich fast behaupten, dass das hier eigentlich auch keine echte Aufgabe ist, also vom Addon persönlich hier, ne, sondern dass das Ganze hier halt auch nur aus dem Steam Workshop kommt. Finde ich ein bisschen doof tatsächlich, also das könnte man ja irgendwo mal markieren, ja, was aus dem Steam Workshop ist und was nicht. Sind ja aktuell kein Signal in der Nähe. Ich will auch mal gucken, dass ich hier irgendwann mal ohne die HUD-Einblende unten spielen kann. Jetzt haben wir zum Beispiel das Vorsignal verschluckt. Jetzt wissen wir zum Beispiel gar nicht mehr, was der jetzt angezeigt hat. Das sah aber grün aus. Das sieht das ein bisschen komisch aus hier, wie der Zug in die Ecke gedrängt wird hier. Los. Das sieht irgendwie ein bisschen eigenartig aus. So, hallo? Das ist, als ob das eine Kurvenüberhöhung war oder sowas. Was er da irgendwie simuliert hat, sah aber aus, als ob wir eigentlich schon umkippeln mit dem ICE. Wie gesagt, und das Reales hier in Zusi 3 wird natürlich großartig. Mit seinem eigenen Zusi 3-Charme, Grafikstil, so Technik, ja, also denke ich mal schon, dass das super gut wird. Ich gehe mal auch davon aus, dass die Performance deutlich besser sein wird. Und gespannt auch auf jeden Fall, welche Missionen es da so gibt. Ja. Das wird jetzt alles sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt bin ich hier mittlerweile so langsam in den Zusi-Flow drin. Dass man sich dann auch mal freut, Zusi zu starten. Ne? Ich weiß noch, damals, wo ich das Ganze gekauft habe, bist du schon permanent ans Schwitzen gekommen, nur wenn du einen Doppelklick auf Zusi gedrückt hast. Ich weiß nicht, da war mir der Train Simulator von Dovetail Games natürlich ein bisschen entspannter, kann man eigentlich sagen. Aber so mittlerweile, denke ich mal, komme ich eigentlich gut klar, so was die PZB und den anderen Kram angeht, ja, AFB, LZB und SIFA. Habe ich mich da langsam doch so langsam aber sicher reingefuchst. Ja, gibt natürlich noch deutlich mehr. Ich bin auch mal gespannt, wie wie der Schwierigkeit sich noch anhebt in Zusi 3. Ja, also wir spielen scheinbar auf einen niedrigen Schwierigkeitsgrad. Ja, da muss man mal gucken, wie da denn
normale oder der schwere Schwierigkeitsgrad, was dieser für Auswirkungen hat, wie sich das Ganze spielen wird. Hier in den Schreinsimulator von Dovetail Games haben die das Ganze ja nicht. Ne? Da gibt es ja keinen, glaube ich, Schwierigkeitsgrad oder sowas. Also wäre mir jetzt persönlich natürlich nicht bekannt, ne? Falls es jetzt anders sein sollte, dann bitte ich natürlich, das zu entschuldigen. Ne? Also ich bin ja auch nicht Zwergerl, wie sind. Ich spiele den Train-Simulator zwar schon seit über 150 Stunden oder sowas, aber ich habe da auch nie weiter in den Einstellungen irgendwie groß mal rumgesucht oder mir das Ganze mal angeschaut. So, 15 Kilometer noch sind wir in Düsseldorf und da endet dann auch unsere Fahrt schon wieder. Da werden wir praktisch dann abgelöst von der KI. Und sowas nennt man nochmal eine relativ entspannte Fahrt. Das Ding hier wurde schon als Schwierigkeitsgrad Mittel angegeben. Wahrscheinlich das Ausfallsignal, was wir da in Köln hatten mit der PZB, ne? Das wir da bestätigen müssen und 40 fahren. Und also so sieht schon mal Mittel aus auf jeden Fall. Hier wird der Schwierigkeitsgrad halt anhand der Aufgabe halt gestellt. Ne? Also es gibt halt schwierige Aufgaben und es gibt halt leichte Aufgaben, aber die schwierigen Aufgaben sind dann meistens dann immer so Sachen wie abkoppeln oder sowas und fahr die Lok dahin und koppel da wieder irgendwas an. Das sind dann meistens immer diese Güteraufträge, ja, die dann halt einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad haben. So im Bereich jetzt hier ist mir jetzt eigentlich jetzt nichts groß aufgefallen halt. Oder manchmal bewerten die das ja auch schon anhand der Länge, ja, weil du da eine Stunde fährst oder sowas und dann hast du automatisch schon einen schwierigen Auftrag. Also das sind halt immer so diese Schwierigkeitsgrade, die wir hier in dem Train-Simulator haben halt. Ja? Also nicht, dass es heißt, du hast ja gar keine Ahnung. Ja? Natürlich gibt es Schwierigkeitsgrad hier im Train-Simulator und wie gesagt, das hier ist schon mal Aufgabe Mittel, ist gelb, nicht mehr grün. Also gibt es dann doch einen Schwierigkeitsgrad denn hier in dem Train-Simulator von Dovetail Games. Allerdings, wie gesagt, halt nur in Form von Aufgaben halt. Und ich weiß halt nicht, wie sieht das denn nachher bei Zusi aus, wenn du ja schon von vornherein schon mit PZB, SIFA, LZB, AFB und sowas fährt. Ja? Wie sieht es denn da noch aus? Ich denke mal, das wird nachher was mit einer Auswertung zu tun haben mit Radschlupf und dieses Ganze drumherum. Also da würde ich vielleicht noch wetten, dass da noch irgendwas ist mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall werden wir uns das im Laufe der Zeit mal anschauen. Den höheren Schwierigkeitsgrad in Zusi. Aber wir sind jetzt nicht bei Zusi, wir sind ja hier bei dem Schreinsimulator von Dovetail Games. Und ich finde, der ist sehr, sehr einsteigerfreundlich. Ich hatte in dem Zusi-Video gesagt gehabt, dass Zusi sehr, sehr nicht einsteigerfreundlich ist. Das ist hier bei dem Schreinsimulator ein absoluter Pluspunkt hier. Du kannst hier erfahren, ohne dass du jetzt gleich absolut überfordert bist. Ja, wenn du das Ganze natürlich nicht aktivierst mit der PZB, dann fährst du einfach nur ganz normal deine Strecke. Ja, und das finde ich schon sehr angenehm. Das ist auf jeden Fall, du kommst sehr leicht rein. Was natürlich ein Nachteil hier ist an den Train-Simulator von Dovetail Games, sind natürlich die ganzen teuren Add-ons. Und sie sind schon sehr teuer. Ja, das hast du bei Zusi. Teilweise habe ich bis jetzt noch kein kostenpflichtiges Add-on entdeckt. Ja, und Zusi bietet schon einige Strecken auf jeden Fall, ja, die schon von vornherein mitgeliefert werden und natürlich auch alles deutsche Strecken sind. Das ist ja hier in dem Train-Simulator, wenn du den kaufst, hast du eine deutsche Strecke und dann hast du eine britisch, eine amerikanisch und eine japanische Strecke vielleicht noch bei. Und dann ja, musst du alles weitere kaufen. Das summiert sich dann natürlich immer 30 Euro pro Stück. Ja. Das ist schon ein stolzes Sümmchen, was man da auf jeden Fall auf den Tisch legen kann. Möchte ich wissen, was mein Train-Simulator mittlerweile an Wert hat, ja, durch die ganzen Addons. Ich hätte vor einiger Zeit mal jemanden gehabt, der, ich glaube, den sein Train-Simulator war über 5000 Euro wert. So viele Addons hat er halt noch. Ja. Wenn man mal die Originalpreise nimmt, ohne Sales und alles sowas. Ja, dann ist das schon ein ordentliches Sümmchen. So. Sind aber noch 5 Kilometer entfernt von Düsseldorf. Habe ich euch jetzt zu Tode gequatscht hier eigentlich in der Folge, aber so muss das doch sein. Besser als wenn das die ganze Zeit so ruhig ist und keiner redet.
zap, zap. So, wir werden mal langsam bremsen. Ihr seht eigentlich, ne, er hat eine ganz schöne langsame Bremsung hier. Ich meine, er muss ja auch gut runterbremsen, davon abgesehen. Die SIFAR natürlich bestätigen, wäre sinnvoll. So. Ach komm, hör auf zu ruckeln jetzt hier. Was ist los? Ja, das sind die Sachen, die ich meine. Das ruckelt sich dann teilweise manchmal ein ab, das ist dann unglaublich. So, jetzt bekommen wir hier unser 80. So, bestätigen das Ganze natürlich, dass wir jetzt hier 80 fahren dürfen. So, jetzt muss man nämlich aufpassen. Wir dürfen nämlich gleich noch weiter runterbremsen. Da kommt nämlich schon bereits der Bahnhof. SIFAR. 1000 Hertz ist angegangen. Da habe ich die AFB gar nicht ausgeschaltet. Warum das nicht? So. Ich habe mir jetzt angewöhnt, bei jedem gelben Signal, auch wenn es ein Vorsignal ist, aber zu bestätigen. Also nicht, irgendwann werde ich den Dreher auch noch raus haben, um zu wissen, was denn hier was ist. Und damit sind wir denn in Düsseldorf angekommen. Ein Flugzeug, yay. SIFAR. Schon auf jeden Fall langes Gerät, was wir haben. Na, das ist ja schon Wahnsinn. Westdeutsche Zeitung habe ich jetzt gerade gelesen. So, und diesmal, ja, kann man nicht meckern. Heile durchgekommen hier. Und jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal in etwa, was ihr
erwarten könnt mit dem neuen Susi-Addon. Wie gesagt, das ist das Ding hier. Das ist auf jeden Fall die Strecke, die ja zukünftig in Susi, wenn ich mich jetzt nicht irre, dabei sein wird. Ich hoffe, wie gesagt, die Performance wird ein bisschen besser, weil es ist schon riesig hier. Also das muss man mal lassen. Tja. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen, ein Däumchen, schreibt es in die Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen. Und auf das wir uns dann im nächsten Part hier wiedersehen, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge. Train Simulator von Dovetail Games, Susi, Lotus, Omsi. Da freue ich mich natürlich, wenn wir uns dort wieder hören, wieder sehen. Und verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!